Hallo, schön, dass Sie hier sind. In diesem Video befassen wir uns mit der Salpetersäure, in der der Stickstoff die höchstmögliche Oxidationsstufe plus 5 aufweist. Sie werden anschließend in der Lage sein, deren Darstellung und Eigenschaften zu beschreiben, sowie einige charakteristische Reaktionen der Verbindung vorauszusagen. Reine Salpetersäure mit der Summenformel HNO3 ist eine farblose Flüssigkeit mit einem Siedepunkt von 83 Grad Celsius. Bei minus 42 Grad Celsius erstarrt sie zu farblosen Kristallen. Industriell dargestellt wird die Verbindung in letzter Stufe durch die Oxidation nitroser Gase in Gegenwart von Wasser. Hierbei startet der Prozess heutzutage nahezu ausschließlich mit der katalytischen Verbrennung von Ammoniak mit Sauerstoff im Ostwald-Verfahren, wie an anderer Stelle bereits vorgestellt wurde. Die in diesem Verfahren gebildeten Stickstoffoxide, überwiegend das Stickstoffdioxid, NO2, beziehungsweise die Stickstofftetraoxid, N2O4, wie hier formuliert, werden im letzten Reaktionsschritt mit überschüssigem Sauerstoff versetzt. Das Gasgemisch reagiert im sogenannten Rieseltürmen mit Wasser und bildet insgesamt nach der hier exemplarisch formulierten Reaktionsgleichung die Salpetersäure. Die Bildung der Salpetersäure erfolgt dabei unter leicht erhöhtem Druck bis etwa 15 bar und unter Kühlung, um ein Erwärmen der Reaktionsmischung zu vermeiden. Der Grund hierfür ist, dass die Salpetersäure thermisch unbeständig ist und langsam schon oberhalb von 0 Grad Celsius, aber insbesondere beim Erhitzen, in Umkehrung der Bildungsreaktion in NO2 bzw. N2O4 und Sauerstoff sowie Wasser zerfällt. Konzentrierte Salpetersäure erscheint daher selten farblos, sondern infolge der gebildeten Zersetzungsprodukte, insbesondere NO2, meist mehr oder weniger intensiv gelb bis rotbraun gefärbt. Man spricht hier auch von rauchender Salpetersäure, obwohl sich über der Säure formell kein Rauch, sondern eher ein bräunlicher Nebel befindet. Alternative Darstellungsverfahren der Salpetersäure werden heute kaum noch genutzt. So lassen sich die benötigten Stickstoffoxide grundsätzlich auch aus den Elementen Stickstoff und Sauerstoff durch Reaktion beispielsweise im elektrischen Lichtbogen herstellen. Dieses Verfahren ist aber aufgrund der hohen Energiekosten wirtschaftlich unattraktiv. Analog hat auch die Gewinnung der Salpetersäure aus Chile-Salpeter an Bedeutung verloren. Der in Chile in großem Maßstab abgebaute Salpeter besteht im Wesentlichen aus Natriumnitrat, aus dem die entsprechende Säure durch Reaktion mit einer Säure, die stärker als die Salpetersäure ist, freigesetzt werden kann. Hauptsächlich wurde hierzu in der Vergangenheit die technisch günstig zu erzeugende Schwefelsäure gemäß der hier formulierten Gleichung eingesetzt. Sehen wir uns, bevor wir auf die chemischen Eigenschaften der Salpetersäure zu sprechen kommen, zunächst die relevanten Valenzstrichstrukturformeln an. Wie hier ausformuliert, ist der Stickstoff in einer annähernd trigonal-planaren Umgebung von insgesamt 3 Sauerstoffatomen umgeben. Hierbei trägt eines der 3 Sauerstoffatome das Wasserstoffatom. Dieses ist entsprechend polar gebunden und für die Säureeigenschaften der Verbindung verantwortlich. Die Bindung zu dem Sauerstoffatom der Hydroxylgruppe lässt sich in guter Näherung als Einfachbindung beschreiben. Für das zentrale Stickstoffatom und die beiden übrigen Sauerstoffatome muss aufgrund der näherungsweise trigonal-planaren Geometrie der Verbindung eine sp2-Hybridisierung angenommen werden. Auf diese Weise wird zwischen N und O jeweils eine Sigma-Bindung ausgebildet. Zudem bilden die 3 verbleibenden p-Orbitale, die jeweils senkrecht auf der Molekülebene stehen, ein delokalisiertes p-Elektronensystem aus. Darin stehen insgesamt 4 p-Elektronen in Konjugation miteinander, was hier durch das Umklappen von Elektronenpaaren angedeutet ist. Gemäß den Regeln für das Aufstellen von Resonanzstrukturformeln muss der Stickstoff als Element der 5. Hauptgruppe und mit bindungshomolytisch 4 zugeordneten Valenzelektronen eine positive Formalladung tragen. Analog trägt das in den Grenzformeln jeweils einfach gebundene Sauerstoffatom eine entsprechend negative Formalladung. Das Molekül erscheint so insgesamt elektrisch neutral.
Bitte beachten Sie, dass die Formulierung hier einer Doppelbindung zu jedem der beiden terminalen Sauerstoffatome chemisch nicht vertretbar ist. Hierdurch würde das Stickstoffatom fünfbindig erscheinen, was entsprechend fünf Valenzorbitale voraussetzen würde, über die der Stickstoff als Element der zweiten Periode nicht verfügt. Eine sogenannte Oktetterweiterung ist in diesem Fall also nicht möglich. Kommen wir nun zu den chemischen Eigenschaften der Salpetersäure. Mit einem pKs-Wert von -1,44 handelt es sich um eine recht starke Säure, die gemäß der hier formulierten Reaktionsgleichung in wässriger Lösung dissoziiert. Erstaunlicherweise leitet selbst die reine Säure, die ja eigentlich aus Neutralmolekülen besteht, den elektrischen Strom. Zurückzuführen ist diese Eigenschaft auf ein Phänomen, das Ihnen vielleicht noch vom Wasser in Erinnerung ist, die sogenannte Autoprotolyse. Hiermit ist gemeint, dass die Salpetersäure in der Lage ist, sich selbst zu protonieren, was letztlich zur Bildung verschiedener Ionen führt, die für die elektrische Leitfähigkeit der reinen Säure verantwortlich sind. Die Gesamtgleichung dieser Autoprotolyse ist hier ausformuliert. Dabei bilden sich neben den bekannten Oxonium- und Nitrationen unter anderem die chemisch besonders interessanten Nitronium- oder Nitrylkationen mit der Summenformel NO2+. Hierbei handelt es sich um ein stark oxidierend wirkendes Ion, das maßgeblich für die nitrierenden Eigenschaften der konzentrierten Salpetersäure verantwortlich ist, wie wir an anderer Stelle noch näher diskutieren werden. Die nitrierende Wirkung der Salpetersäure kann auch verstärkt werden, indem die Autoprotolyse-Reaktion durch Zugabe einer noch kräftigeren Säure verstärkt wird. Ein Beispiel hierfür ist die Schwefelsäure mit einem pKs-1-Wert von -3,0. In einer solchen Mischung aus Salpetersäure und Schwefelsäure bilden sich Nitronium-Ionen formell in der hier ausformulierten Gleichgewichtsreaktion. Diese Säuremischung, meist im Verhältnis 1:2, wird während ihrer stark nitrierenden Eigenschaften auch als Nitriersäure bezeichnet. Beachten Sie also, dass es sich bei der Nitriersäure nicht um eine Reinverbindung, sondern die Mischung zweier Säuren handelt. Als reines Oxidationsmittel wirkt die reine Salpetersäure beispielsweise gegenüber Metallen. Wie hier am Beispiel des Silbers gezeigt, wird die Säure dabei selbst reduziert. In unserem Beispiel wird der Stickstoff aus der Oxidationsstufe +5 in die Oxidationsstufe +2 des Stickstoffmonoxid reduziert. Es ist aber auch möglich, dass die Reduktion nur bis zur Oxidationsstufe +4 des Stickstoffdioxids verläuft. Wie weit die Reduktion des Stickstoffs läuft, hängt letztlich von den jeweiligen Reaktionspartnern sowie den sonstigen Bedingungen wie der Konzentration oder dem pH-Wert ab. Die Oxidationswirkung der konzentrierten Salpetersäure kann zudem wiederum durch die Kombination mit einer anderen Säure verstärkt werden, in diesem Fall der Salzsäure. Hierbei wirkt die Salpetersäure, wie hier ausformuliert, zunächst oxidierend auf die in der Lösung enthaltenen Chloridionen, die zum elementaren Chlor oxidiert werden. Diese befinden sich dabei im Zustand des Entstehens, lateinisch in statu nascendi, bevor sie sich zu molekularem Chlor CO2 verbinden. In dieser auch als nascierendes Chlor bezeichneten Erscheinungsform ist das Chlor besonders reaktiv und die betreffende Lösung ist in der Lage, auch sehr edle Metalle wie das Gold oxidativ zu lösen. Die Säuremischung wird daher auch Aqua Regia genannt, denn sie ist in der Lage, den König der Metalle, das Gold, zu oxidieren. Es sei hier nur erwähnt, dass einige andere, weniger edle Metalle erstaunlicherweise weniger gut vom Aqua Regia gelöst werden, was auf den konkreten Reaktionsverlauf zurückzuführen ist und hier nicht näher diskutiert werden soll. Zusammenfassend haben wir uns in diesem Video mit der Salpetersäure befasst, in der der Stickstoff die höchstmögliche Oxidationsstufe +5 aufweist und ihre Chemie in Grundzügen diskutiert. Sie sollten nun in der Lage sein, deren Darstellung und Eigenschaften zu beschreiben, sowie einige charakteristische Reaktionen der Verbindung vorauszusagen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg.